Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen hier, ja, zu einem neuen Spiel. Saisonal, okay, ich, neues Spiel jetzt nicht wirklich, aber zu einem Spiel, welches einfach unsagbar gut ist, weil es halt einfach unsagbar gut ist. Ich gehe auf männlich, sieht besser aus. Ja, wir spielen das schon lange gewünschte, also, ne, dass wir das mal zusammen spielen. Diablo 3. Leider alleine, weil Sandy ja noch nicht da ist. Und ich habe mich in letzter Zeit so mit Diablo wieder hochgehypt. Weil Diablo 2, das Remake, kommt ja auch bald. Und Diablo 4 kommt auch irgendwann. Und ach, so viel geiles Diablo. Und Diablo ist einfach so ein unsagbar Top-Spiel, dass wir uns einfach, oder dass ich mich einfach, dass ich muss das jetzt einfach spielen. Es ist einfach so, ich muss das jetzt spielen. That's life. Ja, wir haben, oder das DLC habe ich sogar gekauft, Totenbeschwörer. Ich habe hier noch nie Totenbeschwörer gespielt. Ich bin normalerweise immer Zauberer. Mein Leben besteht darin, Zauberer zu sein. In jedem Spiel bin ich immer Zauberer. Ist einfach so. Ansonsten, Dämonenjäger hatte ich auch schon mal gespielt. Mönch und Totenbeschwörer sind die einzigen beiden, die ich noch nie gespielt habe. Ja, ich weiß nicht, warum ich nie den Mönch gespielt habe, ehrlich gesagt, aber ihr habt den halt nie gespielt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal Diablo 2 oder sonst irgendwas. Ich habe es noch nie mit Totenbeschwörer durchgespielt und ich würde es wirklich, wirklich gerne mit dem Totenbeschwörer durchspielen. Das wäre eigentlich mal was, ja, hatte ich noch nie gehabt. Diablo 2 werden wir übrigens, das Remake, werden wir vielleicht auch mit dem Totenbeschwörer durchspielen. Ich weiß es noch nicht. Ich mag den aber. Ich mag den halt sehr. Na gut, ja, dann würde ich mal sagen, das gehen wir hiermit los, wa? Primärattribut Intelligenz. Als Gebieter über die Toten beschwört dieser dunkle Priester eine furchterregende Armee oder setzt die Mächte von Blut und Knochen ein. Totenbeschwörer sind gefährliche Gegner, die Leichen kontrollieren, Tote erwecken oder Feinde verfluchen und ihnen die Lebensenergie zu entziehen. Totenbeschwörer können die Essenz spüren, die jedes lebende Wesen in sich hat und verwendet sie als Quelle ihrer Todesmagie.
Ja, Magie, gut. Saisonaler Held. Erhalten Sie während der Saison exklusive Belohnungen. Saisonaler Held Hardcore garantiert nicht. Ich werde nicht auf Hardcore spielen. Hardcore ist einfach nur, wenn ich sterbe, dann ist das Let's Play vorbei. Dann ist dann nämlich für immer weg. Ja. Wir gehen, aber männlich und... Ja, wir kommen, wir machen Totenbeschwörer, oder? Primäre Geschicklichkeit. Ein heiliger Krieger, der schneller ist, als das Auge verfolgen kann und seine Feinde mit präzisen Schlägen beseitigt. Heilige und Elementarmagie durchströmt den Mönch, der mit ihrer Hilfe sowohl heilen als auch seine Feinde vernichten, Schaden zufügen kann. Seine Geisteskraft ist die Quelle der Fertigkeiten des Mönchs. Geisteskraft wird durch die Hauptangriffe des Mönchs gewonnen. Die hier sind sowieso nichts für mich, das ist ein Nahkampf. Ah, Mönch ist ja auch Nahkampf. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komm, wir machen Totenbeschwörer. Durch die Teilnahme einer Season können Sie exklusive Belohnungen sichern. Saisonale Helden starten bei 0 und können nur mit anderen saisonalen Helden zusammengespielt werden. Ja, ja, passt. Bin sowieso alleine. So. Entschuldigung, falsche Taste. Entschuldigung, falsche Taste. So, es ist wieder der alles unwogene und super tolle Held namens Köst. Das sind wir. Hallo. Saisonreise. Mein Gott, Start. Komm, Attacke. So, wir gehen mal gleich auf Profi. Ich spruch Herausforderung. Außerdem brauche ich die EXP und den Loot. Alles, was erblüht, muss irgendwann vergehen. Was stirbt und verwest, nährt dann die Lebenden. Dies ist der große Kreislauf des Seins. Wir, die Priester von Rathma, nutzen unsere dunklen Künste, um ihn zu beschützen. Auch wenn uns nur die wenigsten verstehen, gehen wir dorthin, wo wir gebraucht werden. Mein Meister hat von einem im Westen gefallenen Stern gehört, der die Toten dazu bringt, sich zu erheben. Er gab mir den Auftrag, nach Tristram zu reisen, um die Toten erneut zur Ruhe zu betten. Denn wenn der Kreislauf unterbrochen wird, ist das Ende aller Dinge nah. Nö. Uralte Herausforderung, uralter Übel. Belohnung, ich habe Flügel bekommen. Ich befinde mich bereits in der Nähe des gefallenen Sterns und der von ihm auferweckten Toten. Wir haben viel, wir bekommen viel. Erstmal selbst wieder gucken, wie das geht. Ja, guck mal, wir können Stacheln machen. Knochenstacheln. So, es ist tatsächlich extrem lange her, dass ich gespielt habe. Aber ich weiß, dass wir hier Flügel. Mercys achtsamer Blick. Also wir können hier Mercy-Flügel machen. Schwingen des Übels. Die sehen aber kacke aus. Ja, komm, wir machen das einfach, weil wir so cool sind. Gefährten? Das weiß ich gar nicht. Dieser halbwüchsige Marke ist unfertig auf die Welt gekommen sein, aber er folgt euch bereitwillig überall hin. Ja, ich nehme noch so einen kleinen Golem dazu. Flagge. Nee, das ist doof, das ist hässlich. Porträtrahmen, oh, das ist ganz wichtig, dass wir den anlegen. Entschuldigung. Ja, gut. Ja, nee, mit Flügeln ist auch scheiße. Mit Flügeln ist auch scheiße, sieht doof aus. Sieht doof aus mit Flügeln. So. Oh, ich weiß echt gar nicht mehr, wie das geht. Ich versuche die ganze Zeit die Kamera zu drehen. Das merkt man vielleicht daran, dass ich mich die ganze Zeit drehe. Um anzugreifen. Ja, er greift aber den da hinten an und nicht den nach vorne. Zack. Spannend. Nein, man spielt eigentlich immer erst auf ein bisschen Hardcorer. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zuschlage. Macht er das von alleine? Nein, macht er nicht. Ey, hier weg. Ich muss erst mal selbst sehen. Das ist wirklich lange her, wo ich das letzte Mal spiele. Ich glaube, wie gesagt, ich kenne nicht mal mehr das DLC. Ich musste das DLC noch kaufen. Kann ich nochmal looten oder? Ne, da muss ich glaube ich rüber. Das ist wirklich.
Wie gesagt, das war, glaube ich, zum Release, wo ich das gespielt habe. Das ist wirklich unsagbar lange her. Meine Macht wächst. Hurra, Level 2. Okay, hier nicht mal weitergehen. So, wir haben neue Fähigkeit dazu bekommen. Beschwört ein durchschlagendes Geschoss, das alle getroffenen Gegnern Schaden zufügt. Wir können ja auch Schwierigkeitsgrad ändern. Man kann es immer ändern. Ich weiß, dass ich irgendwann hier hinten auf Qual, was weiß ich, irgendwo ganz hinten war. Aber bis das soweit ist, ja. Bis das soweit ist, ist es halt, ne? Sie haben Essenzen eingesetzt. Das kostet keine Essenz, das kostet Essenz. So, hallo Hauptmann Rumford. Ich bin gekommen, um zu helfen. Wo ist der Stern niedergegangen? Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Rumford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. So, ich stelle mich hier hin und mag ihn ein bisschen rum. Es kommen immer mehr! Wo? Achso, da, hast du recht. Jo, ein bisschen. Lachen, öffnet das Stolz Tor. Auf mich? Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. So würde ich aber kein Gasthaus nennen. Also das, da wird Twitter ja brennen, wenn ich ein Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier ein Gasthaus aufmache und es geschlachtetes Kalb nenne. Alter, was würde Twitter brennen, ehrlich. Was würde Twitter einfach brennen? Hi. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. Oh, möchtest du eine Umarmung? Mein kleiner Golem macht das. Die Leichnamen brennen. Die Toten suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Aber brennende Zombies sind doch viel gefährlicher als nicht brennende Zombies, oder? Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Der Tod mag schon bald über uns alle kommen. Doch ich werde tun, was in meiner Macht steht, um eure Schmerzen zu lindern. Cool. Der Bergmann, das ist irgendein Händler. Wir haben aber weder Geld noch meins. Sie haben keine unidentifizierbaren Objekte. Hallo Beutetruhe. Ach Mann. Das war alles so voll gewesen damals. Was ist das? Irgendein Transformationsplan. Man kann sich ja seine Rüstung und alles umändern und ach, was man nicht alles machen kann. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Ja, life is pain. Ist mir auch aufgefallen, damals. Ich kann nicht einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen. Hallo, oh meins. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Was ist so schlecht an Handwerkern und Bauern, hä? Was ist da? Ich gehöre zu der Elite. Ich bin gebildet. Seid ihr leer? Habt ihr den fallenden Stern überlebt? Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Was ist mit denen? Sie verwandeln sich! Sicher? Oh Gott, Corona! Nein! Ah, Corona! Geht weg! Für die Wirtschaft. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ja, deshalb bin ich hier. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Er hat mich aber hierher geschickt, zu dir. Denn nicht. Leas Zimmer. Oh cool, ihr Tagebuch. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft.
Ich bin noch da, Mädel. Meine Güte. Du tust ja gerade so, als ob der Held nicht gerade in die Stadt gekommen ist. Hast du das Drehbuch nicht gelesen? Oh Mann, ey, Mädel. Na gut, wir sollen wieder mit dem Hauptmann vor der Tür reden. Steuer. Manchmal kann ich mich nicht beherrschen, da floppt das einfach raus. Kanes Haus. Hier wohnt er also. Was eine Proletenbude. Oh, da hat er sich gewaschen, der alte Mann. Mm. So, wir summen Bücher. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Meinst du? Warum meine ich Tristan? Tristram, nicht Tristan. So, wir sprechen aber jetzt mit Rumford. Oh, guck mal, da bin ich. Hallo. Hey, Rumford. Ich werde den lebenden Toten ihren Frieden zurückgeben. Cool. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Seid unbesorgt. So etwas sehe ich nicht zum ersten Mal. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Was für Barrikaden? Achso, die Barrikaden. Ich muss sagen, was für Barrikaden denn hier? Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Die arme Mutti. Kann sie doch nicht scheußlich nennen. Das ist aber, das ist ein bisschen frech. Die kann doch auch nichts dafür, dass sie so aussieht. Hui. Ausgeweicht. Scheußliche Muttis. Oh, ne, dann jetzt fangen wir nicht gleich an mit Blitz verzaubert. Kämpft der eigentlich mit? Haben die mich... Gleich erstmal verzaubern, weißt du? Ich verstehe jetzt so viel mehr. Aua! Jetzt habe ich Orientierungslos. Ich hasse das, wenn sie verzaubert sind, ne? Ja, ich habe genügend Leben, mir geht's gut. Wir sollten vielleicht wieder auf normal spielen. Es ist zwar cool so, aber ich glaube, für Let's Play ist das ein bisschen ungeeignet, weil das echt langwierig geht dann. Dann mal kurz aufsammeln. Auch wenn es gute Sachen und so gibt. Aber das dauert, glaube ich, echt ein bisschen zu langsam. Zu langsam. Es dauert, glaube ich, alles ein bisschen zu lange, deswegen gehen wir wieder auf. Sind wir jetzt erstmal auf schwer. Müssen, glaube ich, neu starten oder so, ne? War das nicht so? Ich glaube, wir können immer nur einen vor und einen zurückgehen. Wobei wir jetzt auch nicht mal mehr einen vorgehen können. Ich habe keine Ahnung. Hui. Aber wir wollen ja auch keine Herausforderung. Wir wollen ja Diablo einfach so erleben. Herausforderung wird es nachher noch genügend. Das wird es aber nachher noch genügend. So, wie kennt man es? Man geht immer am Rand entlang. Unten links haben wir die Karte. Mutti ist tot. Entschuldigung, Mom. Lass mich in Ruhe. Ich kann auch nichts davon und dafür, dass ihr da jetzt nicht seid. Alter, ey, das ist wirklich, ne? Ganz ehrlich, das sieht aus wie der Sommer 2021. Überall laufen Corona-Zombies herum. Ich bin geimpft. Oder irgendwelche Querdenker. Wenn wir alles kaputt machen, weil wenn wir genügend Objekte auf einmal kaputt machen, was mit dem Magier am einfachsten ist. Oh, der hat. Oh, guck mal, der hat gezuckt, weil wir da waren. Er hat sich bestimmt gefreut.
Dann kriegen wir nämlich erhöhtes Bewegungsgeschwindigkeitsding. Süß. Ich hasse das, wenn die zu schnell sind. Bitte nicht einkesseln. Bitte nicht. Die haben mich jetzt voll eingekesselt. Das ist so einfach, das Spiel, Alter. Die haben mich eingekesselt, okay? Kann ich nichts für. Das war jetzt nur spärlich meine Schuld. Das ist übrigens der typische Diablo 2 Trick. Alter, ich bin kurz vorm Tod. Ich wechsle mal die Ebene. In Diablo 2, der Kampf gegen Diablo, der war halt einfach. Der war halt reinrennen, einmal zuschlagen, sterben und dann wieder zurück. Das ist dieses typische. Ich bin wieder eingekesselt. Jetzt hör mal auf, mich einzukesseln, Mann! Das Spiel ist von einfach geworden, ey. Kann ich eigentlich an der Leiche wiederbeleben? Hi! Hört auf! Ich kann auch nicht dafür, dass ihr irgendwie keine Körper habt. Lass mich in Ruhe! It's not my fault! It's not my fault! Ihr Fettis! Jetzt wollte ich gar nicht rausrennen. Hurra, wir haben schon einen getötet! Ja, Hilfe ist hier draußen. Mir fehlt Essenz. Wie, dir fehlt Essenz? Meine Güte! Ja, das ist Diablo. Guck mal, jetzt gibt es nämlich immer mehr Erfahrung. Was? Während sie sich im Spiel finden, können sie die Schwierigkeit nur um jeweils eine Stufe verringern. Ich glaube, wir wechseln aber wirklich wieder alles auf normal. Ich glaube, das ist, glaube ich, fürs Let's Play ein bisschen besser. Ich weiß, Pussy-Modus, aber wir wollen ja auch vorwärts kommen und ewig auf diese Dinger da einpieksen. Ist ja auch. Hier in Ruhe. Hurra, ein Toter. Das ist es ja nur noch er hier. Schwein teleportiert sich. Nicht genug Essenz. Nicht genug Essenz, aber seine Stimme ist cool. Seine Stimme ist aber cool vom Totenbeschwörer. Ich habe einen Beschützer bekommen. Wir sind übrigens einmal Level abgegangen, ne? Haben wir da. Nein, wir haben nichts Neues erlernt. Okay, gut. Dann nicht. Ja, war easy. War einfach easy gewesen. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger wird. Ja, das Spiel ist nicht einfach. Diablo war nie wirklich einfach. So, wir gehen erstmal wieder den Rand lang. Das macht man halt einfach so. Was? Da oben? Oh, könnt ihr nichts tun? Machen wir, ziehen wir mal so durch, ne? Einfach hier stehen. Passt schon. Da hinten scheinbar auch noch einer. Aber er macht auf jeden Fall Party, ne? Also, er macht so ein bisschen, weiß ich nicht. Dancing. Alle tot? Cool. Das ist auch immer gut. Massaker, mehr EXP. EXP sind halt hier immer wichtig, ne? Leveln. Es gibt nichts Wichtigeres als Leveln. Ja, guck mal, hätten wir jetzt auf Hardcore gespielt, dann wäre das Spiel schon vorbei. Just saying. Weil wir sind ja schon einmal gestorben. Und du darfst nicht ein einziges Mal sterben. Aber gut, da hätte ich auch niemals auf, auf, auf,
auf Profi gestellt gleich. Der König ist verrückt geworden. Er lässt alles hinrichten, was ihm vor die paranoiden Augen kommt. Keiner von uns ist sicher. Du kannst Leichen explodieren lassen. Ein typischer Totenbeschwörer-Move.